Willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Was haben wir gemacht? Wir haben in den letzten paar Folgen den Leuten ordentlich einen auf die Mütze gegeben. In Rathai haben wir also mal gezeigt, wo der Bartel den Most herholt. Und nun sind wir mit Herrn Hans Capon jagen. Oder Capon. Wer weiß das schon. Hey, Kollege! So, und jetzt, denke ich mal, geht das los auf die Jagd. Wildschweine sollte das Ziel sein. Das ist ja geil, dass es genau jetzt weitergeht. Heinrich, aufsatteln! Lass uns jagen gehen! Jo, kein Problem. Toll, das Fleisch ist jetzt schon schlecht. Das können wir also sowas von über den Jordan schießen. Oh, wie er um die Ecken wetzt. Nicht einpennen. So. Wieso soll ich übrigens aufsatteln? Er soll doch aufsatteln, so sein Pferd. Ich habe ja nicht mal eins. Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, dass ich ein Pferd bekomme? Also, weil... So, jetzt sind alle wach. Auch das Pferd, was es dadurch durchdreht. Das sind so diese klassischen, kleinen, sympathischen Kingdom Come Bugs. Schmetterling. Wie so ein Laufbursche muss jetzt neben ihm hertrotten. Ist das beschämend. Ein Hase. Oh, ich sollte mal was mampfen. Da meldet sich schon wieder der kleine Hunger. Die sind zwar schon so halb schlecht, aber für geschenkt will ich mal nicht meckern. Oh, das hat mich sogar leicht vergiftet. Ist aber nicht schlimm, oder? Da unten der Totenkopf. Nachher gibt es auch so ein Perk, dass man vergiftetes Essen sogar essen kann, dass es nicht so schlimm ist. Ah, guck mal. Schon sind wir wieder gesund. Leichte Lebensmittelvergiftung. Das stört uns ja mal gar nicht. So, und warum kommt er jetzt hier so random vom Weg ab? Hallo. Schön im Gebüsch verstecken. Oder er muss mal. Auch ein bisschen wortkarg heute, der Herr Hans. Pilze. Zählen die Pilze zu Pflanzen? Ja, oder? Also zu diesen Kräutern, die man sammeln kann? Habe ich hier zwei Kräuter mehr gesammelt? Schon, ne? Spiele momentan übrigens auf ultra hoch. Also die Grafikeinstellungen sind ultra hoch. Als ich das einstellen wollte, stand dort so eine Art kleine... Ja, nicht Warnmeldung, aber schon so ein netter Schubser von wegen Kollege. Du weißt, was das heißt. Höllenfeuer und Verzweiflung. Das ist nämlich eher experimentell, diese Einstellung ultra hoch für zukünftige Generationen an PCs. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was das im Detail jetzt heißt. Noch sieht es ganz flüssig aus. Sag mal. Da hinten Rehe. Wir rennen jetzt aber nicht im Kreis, ne? Ah, es geht weiter, wie schön. Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Ups. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Wie kann ich denn langsam laufen, wenn ich schleiche so? Willst du ihn mit einem Pfeiler legen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße! Ihm nach! Fast! Aufs Pferd, Heinrich! Dieser Schwein entkommt uns nicht! Da hat er sich aber gehörig verzockt.
Folge Herrn Hans. Abgeschlossen. Bring das Wildschwein zur Strecke. Ja, wenn ich wüsste, wo es ist. Finde Herrn Hans. Ach du Scheiße. Und wie groß ist das Gebiet? Ja, guten Morgen. Ich setz mal den Marker einfach mal hier so mitten rein. Damit man zumindest irgendein Ziel hat. Jetzt gehen wir durch den Wald, durch den Wald. Und den nehme ich mit. Ganz nett hier, ein bisschen verlassen. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch so eine Höhle oder so ein verlassenes Grab. Wo noch ein Schatz drin versteckt ist. Alles möglich. Boah, oder da hinten. Sollen wir den killen? Erstmal gucken, wie viele Pfeile ich noch habe. 14, 10. Na. Nope. Das war ein bisschen zu stürmisch mal wieder. Hier ist sogar das Jagdgebiet ausgewiesen. Total praktisch. Ich bin auch noch viel zu schlecht im Bogenschießen, als dass sich das jetzt lohnen würde. Was ist das denn? Jagdgebiet Rehe. Ja, mit einem einzigen Pfeil, der nur 80 Schaden macht. Ja, das ist eine ziemlich brotlose Kunst. Ach, hier ist ja schon der Marker gesetzt, oder? Jo, gut, das war ja schon mal nix. Oh, was ist das? Unfallort? Alter, ist da jemand eingegraben? Wurde jemand gesteinigt oder was? Ach du Scheiße. Das habe ich tatsächlich so auch noch nie gesehen. Mann, wenn man jetzt ein Pferd hätte, würde das viel schneller gehen. Da hinten ist irgendwas. Da läuft jemand. Nachts dichten Fichten dickicht. Da sind dichte Fichten wichtig. Hallo? Hä? Ich hab doch gerade was gesehen. Was ist das denn hier? Das ist ein interessanter Ort, so. Gibt's irgendwas zu klauen? Wahrscheinlich nicht. Aber hübsch, so ein Brunnen. Ah, jetzt bin ich hier schon aus dem Gebiet rausgelaufen. Okay, gehen wir mal logisch vor. Gehen wir mal dahin. Ziehen wir hier nochmal so eine Schneise. Da sind wir angefangen. Oder erstmal hier und dann quer. Wie wär's damit? Erstmal dorthin und danach dort hinten hin. Das ist ein Plan, das machen wir so. Jo, schön Ausdauer buffen. Ich mag diesen Brocken. Das ist aber auch ein schöner Brocken. Hier gibt's was zu tun. Ein Spaziergang durch das Grab macht Spaß. Nicht schlecht. Dankeschön. Und jetzt darf ich auch gerne wieder raus hier. So. Da ist der Marker. Oh, da bellt ein Hund. Oder? Verdammt, da hat doch kein Hund gebellt. Noch sind wir im Bereich. So ein Scheiß.
Hase. Alter, von 0 auf 100 in 2 Millisekunden. Da hinten ist eine Höhle, oder? Nee. Grüß dich. Jo, kennt jemand einen Witz? Das kann sich nämlich noch ganz schön lange ziehen. Das ist so der Moment, wo ich persönlich beim YouTube-Video immer vorskippe. Zu dem Punkt, wo dann auch mal wieder was passiert. Das kann sich doch keiner hier ansehen. Was ist da drüben? Ey, wie riesig ist denn dieser verfluchte Bereich? Hier fing ich ja an zu zoomen, das kann es ja auch nicht sein. Zurück zum TÜV. Gut, dann geht's jetzt ganz straight am Rand da lang. Ich laufe mal mit der linken Maus, mit der linken Hand auf der Tastatur und trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. So nämlich. Hase? Ich greife die schon gar nicht mehr an. So viele, wie wir in der letzten Folge gekillt haben. Da kann keiner mehr über. Es sieht schon schön aus. So einfach mal ein Spazier. Da hinten. Da ist was. Da ist was. Was Gruseliges. Yo. Ich glaube, hier speichere ich mal kurz. Das ist mir lieber. Vielleicht sollten wir auch mal ein Auge auf die Retterschnäpse behalten, dass wir auch immer genug haben. So, und jetzt ist die Frage. Wo sind diese Viecher? Oh, da ist er ja. Sich hier irgendwie anschleichen. Habe ich überhaupt einen Dolch? Scheiße, ja, wenn ich mal einen Dolch. Das ist gar nicht so gut. Gestern habe ich deine Mutter gefickt, Heide. Heide, dein alter Herr, oh, bringt dich. Oh, geh vor, oh, oh. Geh ruhig da, Anjazu. Scheiße, scheiße, gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Sogar richtig schlecht. Scheiße, scheiße. Ah, gut, ich habe gespeichert. Ja, okay. Das war dann wohl der allererste Tod. Ja, da ist es wohl passiert. Game over, so ein Scheiß. Ein Glück, dass wir so smart mit dem Retterschnaps umgehen. Verdammt, ich brauche einen Dolch. Oh, ich bin doch dumm. Warum regel ich mir nicht sofort so einen blöden Dolch? Ich muss ja einen davon irgendwie von hinten erdrosseln. Das bringt ja nichts anderes. Das bringt ja nichts. Kann ich irgendwie leiser sein? Auffälligkeit ist halt schon ziemlich gewaltig hoch. Shit. Da ist einer, wo ist ein anderer? Nein, wieso geht das nicht? Ich putte, amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Hey, ott van, vigyázz! Istenem, vigyázzon! Fuck, Alter. Nein, wieso hat er denn kein Pfeil mehr?
Alter, Heinrich, du machst mich fertig. Alter, du sollst einen Pfeil spannen. Wieso macht er das nicht? Boah. Oh fuck, ey. Kann ich mich irgendwie verbinden? Nee, kann ich nicht. Wo ist ein anderer Typ? Scheiße. Da ist er. Hallo. Nein, wie dumm. Guck mal, wie traurig das hier aussieht. Nimm den Baum. Scheiße. Nein! Kein Pfeil mehr, oder was? Der muss sitzen. Oh mein Gott. Fuck, 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 fuck. Wie ist das so von einem Kacke? Ey, das darf nicht wahr sein. Wo ist der Typ? Oh, Digga. Du wirst mich doch verarschen. Das ist ja wohl der blödeste Tod überhaupt. Ich habe ihn genau in dem Moment gekillt. Alter, wie dumm Heinrich da rumfuchtelt. Peinlich. Nochmal. Oh, scheiße. Das macht einfach so keinen Sinn. Kann ich vielleicht den im Schlaf erdrosseln, während der andere da steht? Wahrscheinlich nicht, ja. Rosshähn, was Rossi du bist. Schleichfliege! Edition! Hä, wieso? Was denn? Auf die! Ich bin ein Vigasus! Alter, der kann noch was einstecken. Hunde! Eure Hunde haben euch. Wieso geht der Pfeil so vorbei? Boah, ich tick aus, echt. Ey, sag mal, schießt er durch ihn durch? Alter, Heinrich, spann diesen verfluchten Bogen. Ich dreh echt am Teller. Hallo? Das gibt's nicht. Alter, das kann nicht wahr sein. Wie kann man denn auf 2 cm Entfernung nicht treffen? Boah, so. Jetzt erstmal klimatisieren hier. Wo ist der Strolch? Da ist der Typ. Ja, genau! Hey du, Sodomie! Wie ist das so, von einem Kerl gepickt zu werden? Oh, was für ein dummes Stück DNA, Alter. So, jetzt mach ganz schnell hier. Boah. Das ist ja auch ganz allerhöchste Eisenbahn hier. Junge, was für ein schlechter Kampf einfach nur. So, und der sollte mich wieder heilen. Puh. Erstmal schauen, was der so Geiles dabei hat. Ein Ohr ist immer gut. Bisschen. Ach, so viel Gewicht ist das nicht. So, ich nehme jetzt einfach alles mit hier. Was ist das da? Schnapp ich mir. Ah, die Dinger sind immer sehr schwer, diese Metallschilder. Ich versuch's mal. Nee, instant zu viel Gewicht. So, und wo war jetzt der Kasper? Da liegt er doch. Die Ratte, ey. So.
Ich nehme auch erstmal wieder alles mit. Den Bogen klaue ich mir auch. So. Und bevor wir jetzt hier Herrn Hans retten, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Die habe ich mir auch verdient nach diesem Kampf.